Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf der Aktionär TV. Beim DAX war es ja wirklich ein freundlicher Wochenauftakt. Am Montagnachmittag sehen wir den deutschen Leitindex 1,4% stärker, gewinnt etwa 200 Punkte dazu. Und ob diese gute Stimmung anhalten kann, ob das Bankenbeben jetzt sein Ende hat und wie es insgesamt weitergeht an der Börse, darüber spreche ich jetzt mit Tim Oechsner von der Steubing AG. Tim, schön, dass du hier bist. Wir holen uns heute deine Expertise. Du bist ja Aktienexperte und Händler und wirst uns verraten, was die Anleger jetzt beschäftigt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, schön, dass du da bist. Fangen wir mal gleich an. Ich habe es gesagt, der DAX ist freundlich in die neue Woche gekommen. Brauchen wir vielleicht auch nach den Unruhen der letzten Tage. Aber man muss ja sagen, als der DAX sich zuletzt immer mal wieder aufgerappelt hat, kam am nächsten Tag fast schon wieder ein Unglück. Kann die gute Stimmung jetzt anhalten? Ja, nachdem wir letzte Woche doch eine sehr, sehr turbulente Woche gesehen haben, auch mit der FED-Entscheidung und den ganzen Bankenbewegungen, sind wir jetzt doch positiv in die Woche gestartet. Einerseits wegen IFO-Geschäftsklimaindex, der überraschend positiv ausgefallen ist, und andererseits auch Erholung der Bankenaktien weltweit. Und die USA hat ja letztendlich am Freitag noch positiv geschlossen im Aktienmarkt. Insofern haben wir die positive Stimmung mit in den Montag transportiert und starten heute 1,4% im Plus bei 15.177 circa, nachdem wir knapp unter 15.000 am Freitag geschlossen haben. Insofern Wir atmen mal kurz durch an der Börse. Ja, ganz genau. Du hast es richtig erfasst. Der IFO-Geschäftsklimaindex hat sich auch aufgehellt, das fünfte Mal in Folge. Nachdem Experten jetzt eigentlich auch mal von einem Rückgang ausgegangen waren, das hat den deutschen Leitindex angetrieben und die Erholung in der Bankenbranche. Es gab nämlich eine Meldung: Die First Citizen Bank übernimmt die angeschlagene, die insolvente Silicon Valley Bank. Und das kam ziemlich gut an, hat auch die europäischen Bankaktien angetrieben. Die Deutsche Bank und Commerzbank Papiere, die profitierten auch am Montag davon. Zuletzt hatten wir die Meldung, dass die Credit Suisse übernommen wurde durch die UBS. Da haben aber viele Experten von einer Zwangsehe, Zwangsheirat gesprochen. Ist es jetzt ein ähnliches Szenario? Wie schätzt du das ein? Ja, das Szenario ist doch ein bisschen anders liegend. Also zunächst mal ist es positiv, dass am Wochenende keine negativen Nachrichten kamen. Deswegen hatte der Markt jetzt auch positiv reagiert. Keine große Bankenkrise, sondern im Moment nur ein kleiner Sturm im Wasserglas. Und die weitere Ansteckung wurde vermieden sozusagen. Die Deutsche Bankaktie hat zwar am Freitag bis zu 18% im Tagestief verloren, hat sich aber dann auch wieder etwas berappelt. Also sie war zwischenzeitlich bei 7,99 Euro und ist heute Morgen oder jetzt schon wieder bei 9,06 Euro. Also insofern, wir haben jetzt schon wieder gut recovered auch in der Deutschen Bank. Die gehört zu den Gewinnern im DAX, ebenso wie die Commerzbank-Aktie, die auch irgendwie bei 9,20 Euro im Moment steht. Insofern, es ist keine ausgewachsene Bankenkrise. Die Ansteckung wurde soweit vermieden. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber die Nachricht, dass die Bank übernommen wurde, ist natürlich eine positive Nachricht. Ja. Und du hast gerade gesagt, wir sehen keine ausgewachsene Bankenkrise. Ist das Thema jetzt vom Tisch oder wird uns die nächsten Wochen da noch einiges erwarten? Ja, ich denke, dass es doch auch speziell im DAX noch spannend weitergeht und auch schwankend weitergeht. Die Bankenkrise ist doch da und ist natürlich nur transparente und nachhaltige Aufarbeitung sorgt wieder für Vertrauen bei den Anlegern. Der Bankensektor ist natürlich nach wie vor angeschlagen. Also es kommt weiterhin eine unsichere Phase auf uns zu. Auch was machen die Notenbanken, also die EZB oder die FED, die haben hier Anfang Mai auch noch ihren Doppelschlag mit weiteren Zinssitzungen. Also die Inflation und die Bankenkrise sind sozusagen im Würgegriff, wirken auf den DAX von beiden Seiten ein. Und es wird definitiv spannend weitergehen. Und auch mit dem einen oder anderen Rückschlag ist dann doch zu rechnen, auch wenn wir jetzt, sage ich mal, die Woche erstmal sehr positiv gestartet haben. Mhm. Wir müssen nach wie vor vorsichtig vorgehen und auch mit Rückschlägen sozusagen umgehen können, mental und auch gedanklich einpreisen. Ja. Also ganz salopp gesagt, jetzt gerade mal die Ruhe genießen am Montag, aber doch noch auf der Hut sein, weil noch einiges kommen könnte. Wie zum Beispiel die Inflationsdaten aus Deutschland und aus der Eurozone, die erwarten uns dann am Ende dieser Woche. Was erwartet der Markt davon und wie können die sich letztendlich auf den Handel beim DAX auswirken? Ja, die Termine diese Woche sind natürlich noch vielfältig, wie du auch schon gesagt hast, am Donnerstag die Verbraucherpreise für März für Deutschland. Hier erwarten wir einen Rückgang auf 7,6%. Und dann letztendlich am Freitag in der Eurozone die Märzdaten auf 7,2%. Also insofern, Verbraucherpreisdaten stehen die Woche noch an, werden den Markt auch beschäftigen. Und wir denken, dass sie auch etwas zurückgehen, auch nicht zuletzt aufgrund von Basiseffekten, weil die Inflation ja doch auf einem insgesamt höheren Level ist. Aber natürlich, es wird den Markt weiterhin sozusagen beschäftigen und auch weiterhin dann den Weg zeichnen für die weiteren Konjunkturdaten und für die weiteren Notenbanksitzungen. Und wenn wir das berücksichtigen und den Rat annehmen, den du den Zuschauern vorher schon gegeben hast, die Ruhe genießen, aber trotzdem vorsichtig sein, auf welche
Aktien setzt man dann jetzt? Was legt man sich ins Depot? Ja, letztendlich sind natürlich die Bankenaktien im Moment schon sehr gefragt und sehr viel beachtet, sowohl die Commerzbank, die ja auch vor kurzem wieder in den DAX reingekommen ist, jetzt im DAX 40 wieder drin ist. Die war ja im Hoch bei 11,40 Euro, ist jetzt bei 9,20 Euro. Also sie hat natürlich im Zuge der Bankenkrise natürlich alle verloren, aber natürlich ergibt sich eventuell auch ein guter Einstiegszeitpunkt, auch vielleicht bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank, je nachdem, wie man die Bankenkrise weiter fortschreibt. Aber sie ist natürlich noch nicht vorbei. Also man muss schon noch sagen, die Banken müssen wieder Vertrauen gewinnen. Der ganze Sektor ist angeschlagen und wir müssen das also grundsätzlich nochmal aufarbeiten und entsprechend dann weiter fortführen und das Vertrauen zurückgewinnen. Das schafft man ja auch nicht über Nacht, sondern das muss kontinuierlich zurück aufgebaut werden, weil Vertrauen ist ja die Währung des Kapitalmarkts, des Aktienmarkts. Wenn das gelingen kann, dann sehen wir auch wieder positive Schlagzeilen der Banken und letztendlich dann eine Stabilisierung des Sektors und Stabilisierung von gesamten Aktienindizes. Vertrauen, ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, hast aber auch betont, dass das ja zuletzt angeknackst war, vor allem bei den Banktiteln. Trotzdem hast du jetzt geraten, dass man die vielleicht auf den Kurszettel schreiben könnte. Verbrennt man sich da nicht die Finger derzeit? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ist es jetzt noch ein fallendes Messer? Wird sich die Krise wieder verschlechtern? Hat man diese View? Oder sagt man, das war wirklich nur ein kleiner Sturm im Wasserglas und die Krise ist vorbei und die Bankaktien steigen wieder? Also ich würde es auf jeden Fall mit großer Vorsicht sozusagen anschauen und auch überlegen, was weiter zu tun ist, da in beide Richtungen Ausschläge möglich sind und auch die Lage der Investoren, das sehen wir auch bei uns hier im Aktienhandel, doch zweigeteilt sind. Entweder sind sie relativ positiv oder sind doch relativ negativ. Also die Stimmungen werden weiterhin polarisieren, also mehr in die Ecke gehen. Und letztendlich muss man sich dann auch für eine Ecke entscheiden und entsprechend dann letztendlich die Aktien raussuchen und dann entsprechende Positionen auch eingehen. Da schaut auf jeden Fall dann jeder, wie seine Marktmeinung ist und wie hoch auch das eigene individuelle Risiko, wie hoch die individuelle Risikobereitschaft ist. Korrekt, auf jeden Fall, ja. Tim Oechsner, dann ganz herzlichen Dank für das Interview. Es wird eine spannende Woche. Vielleicht hören wir uns ja nochmal und danke dir jetzt an der Stelle schon mal für deine Einschätzung. Vielen Dank, danke ebenfalls. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview hier auf der Aktionär TV. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine sehr schöne und erfolgreiche Handelswoche. Viel Spaß beim Investieren und bis zum nächsten Mal.